Das Warten für Nina Bott, 41, und ihren Partner Benjamin Dearz ein Ende. Erst im Dezember läutete die TV-Moderatorin den Baby-Countdown ein, denn bis zuletzt stand sie noch mit ihrem kugelrunden Babybäuchlein vor den Kameras des Fox-Magazins prominent. Dort hatte die einstige GZSZ-Darstellerin auch Mitte Juli erst ihre Schwangerschaft verkündet. Gestern war es schließlich soweit, Nina und Benjamin dürfen ihren kleinen Jungen endlich in den Armen halten, die frohe Botschaft gab die 41-Jährige selbst auf Instagram bekannt. Ihr Sohn Lyle erblickte am Mittwochmorgen um 1:19 Uhr das Licht der Welt. Dazu postete sie einen zuckersüßen Schnappschuss der frisch gebackenen Zweifacheltern, auf dem sie sich totalverliebt küssen. Wir sind alle sehr verliebt und mittlerweile schon wieder raus aus der Badewanne und zu Hause ankuscheln, lauteten die überglücklichen Zeilen der Blondine. Nach Töchterchen Luna handelt es sich bei dem winzigen Mann nun bereits um den zweiten gemeinsamen Nachwuchs des Pärchens. Aus einer früheren Beziehung mit dem Kameramann Florian König, 51, stammt bereits ihr 15-jähriger Sohn Lennox. Lyle vervollständigt nun das Patchwork-Familienglück.